Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 1. So, wir sind da. Wir können aussteigen. Aber wo ist mein Handy? Ich glaube, ich habe es im Büro vergessen. Vielleicht ist es doch irgendwo in deiner Tasche. Ich kann dich ja mal von meinem Handy anrufen. Ja, mach das. Oh, ich höre es schon. Danke. Da liegt es ja, im Auto. Hier, sieh mal. So, wir sind da. Wir können aussteigen. Aber wo ist mein Handy? Ich glaube, ich habe es im Büro vergessen. Vielleicht ist es doch irgendwo in deiner Tasche. Ich kann dich ja mal von meinem Handy anrufen. Ja, mach das. Oh, ich höre es schon. Danke. Da liegt es ja, im Auto. Hier, sieh mal. Nummer 2. Wann fahren wir eigentlich in Urlaub? Am 8. April? Nein, das geht nicht. Da hast du ja noch Schule. Ach ja, das ist richtig. Leider. Wir fahren 10 Tage später, am 18. Erst am 18. Und wann sind wir wieder zurück? Am 28. Oh super, 10 Tage Urlaub. Wann fahren wir eigentlich in Urlaub? Am 8. April? Nein, das geht nicht. Da hast du ja noch Schule. Ach ja, das ist richtig. Leider. Wir fahren 10 Tage später, am 18. Erst am 18. Und wann sind wir wieder zurück? Am 28. Oh super, 10 Tage Urlaub. Nummer 3. Hallo Udo, wollen wir mal wieder zusammen Fußball spielen? Ja, gern. Wann kannst du denn? Morgen so um 14:45. Geht es vielleicht auch 15 Minuten später, so um 14:30? Ja, das geht auch. Also, bis morgen, um 14:30 dann. Ja, gut, dann bis morgen. Hallo Udo. Wollen wir mal wieder zusammen Fußball spielen? Ja, gern. Wann kannst du denn? Morgen so um 14:45. Geht es vielleicht auch 15 Minuten später? So um 14:30? Ja, das geht auch. Also, bis morgen. Um 14:30 dann. Ja, gut. Dann bis morgen. Musik
Nummer 4. Guten Tag, Frau Sommer. Sie sehen gut aus. Danke, Herr Koch. Mir geht's auch sehr gut. Ich hatte Urlaub. Und wo waren Sie? Zuerst war ich eine Woche zu Hause und dann noch am Meer. Und Sie? Ich war mit meiner Familie in den Bergen. Es war fantastisch. Guten Tag, Frau Sommer. Sie sehen gut aus. Danke, Herr Koch. Mir geht's auch sehr gut. Ich hatte Urlaub. Und wo waren Sie? Zuerst war ich eine Woche zu Hause und dann noch am Meer. Und Sie? Ich war mit meiner Familie in den Bergen. Es war fantastisch. Nummer 5. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo es hier in der Nähe eine Post gibt? Ja, Moment. Hier in der Bahnhofstraße ist keine. Vielleicht im Bahnhof? Nein, da ist auch keine. Aber vor dem Bahnhof ist eine kleine Post. Das ist ja dann gar nicht weit. Danke. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo es hier in der Nähe eine Post gibt? Ja, Moment. Hier in der Bahnhofstraße ist keine. Vielleicht im Bahnhof? Nein, da ist auch keine. Aber vor dem Bahnhof ist eine kleine Post. Das ist ja dann gar nicht weit. Danke. Nummer 6. Lars, kannst du bitte einkaufen gehen? Wir brauchen Milch und Brot. Mama, soll ich auch Brötchen kaufen? Ja, natürlich. Komm aber bitte schnell wieder nach Hause. Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Lars, kannst du bitte einkaufen gehen? Wir brauchen Milch und Brot. Mama, soll ich auch Brötchen kaufen? Ja, natürlich. Komm aber bitte schnell wieder nach Hause. Ich habe Hunger. Ja, ich auch. Teil 2. Kreuzen Sie an. Richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Beispiel: Liebe Hotelgäste, hier eine Durchsage. Morgen gibt es einen Ausflug nach Neuschwanstein. Bitte geben Sie Ihre Anmeldung an der Information ab. Für den Ausflug sind noch Plätze frei. Bitte kommen Sie zur Information. Nummer 7. Liebe Fahrgäste, willkommen in Frankfurt Hauptbahnhof. Hier Ihre nächsten Anschlüsse. Zug nach Hanau um 20.31 Uhr auf Gleis 9. Auf Gleis 8 wartet noch der Intercity nach Hannover. Ich wiederhole. Zug nach Hanau um 20.31 Uhr auf Gleis 9. Und Intercity nach Hannover auf Gleis 8. Nummer 8. Liebe Kunden, es ist jetzt 20.45 Uhr. Wir schließen um 21 Uhr unser Geschäft, also in 15 Minuten.
Bitte gehen Sie jetzt zur Kasse. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Nummer 9. Fluggast Meier, angekommen aus Sarajevo, mit dem Anschluss nach Riga, wird sofort zum Schalter Nummer 5 gebeten. Herr Meier, kommen Sie bitte zu Schalter Nummer 5. Nummer 10. Achtung! Eine Durchsage für unsere Kunden. Der Fahrer des Autos mit der Nummer BMK166 soll bitte zu seinem Auto vor dem Geschäft kommen. Ich wiederhole. Der Fahrer des Autos mit der Nummer BMK166 bitte sofort zu seinem Auto. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Hallo Maria, hier ist Jürgen. Du, ich glaube, die Waschmaschine ist noch an. Kannst du bitte einmal nachschauen und sie dann ausmachen? Danke. Bis gleich. Hallo Maria, hier ist Jürgen. Du, ich glaube, die Waschmaschine ist noch an. Kannst du bitte einmal nachschauen und sie dann ausmachen? Danke. Bis gleich. Nummer 12. Hallo Claudia, hier ist Wolfgang. Tut mir leid, ich komme ein bisschen später. Ich muss noch zur Post. Kannst du bitte im Café an der Post warten? Danke. Dann bis gleich im Café. Hallo Claudia. Hier ist Wolfgang. Tut mir leid, ich komme ein bisschen später. Ich muss noch zur Post. Kannst du bitte im Café an der Post warten? Danke. Dann bis gleich im Café. Nummer 13. Guten Tag. Hier ist die Praxis von Dr. Stauffenbiel. Unsere Praxis ist ab dem 17. August wieder geöffnet. Wie immer täglich ab 9 Uhr. Guten Tag. Hier ist die Praxis von Dr. Stauffenbiel. Unsere Praxis ist ab dem 17. August wieder geöffnet. Wie immer täglich ab 9 Uhr.
Nummer 14. Guten Tag, Herr Müller. Hier ist Anja Bayer von der Stadt München. Ihr Ausweis ist fertig. Sie können ihn ab Montag abholen. Am Mittwoch ist Feiertag. Da haben wir leider geschlossen. Guten Tag, Herr Müller. Hier ist Anja Bayer von der Stadt München. Ihr Ausweis ist fertig. Sie können ihn ab Montag abholen. Am Mittwoch ist Feiertag. Da haben wir leider geschlossen. Nummer 15. Hallo Clara, hier ist Anna. Ich muss leider heute Abend arbeiten und kann nicht zu deinem Geburtstag kommen. Außerdem geht es Nico nicht gut. Er hat Fieber. Tut mir sehr leid. Aber vielleicht können wir uns am Wochenende sehen. Bis bald. Hallo Clara, hier ist Anna. Ich muss leider heute Abend arbeiten und kann nicht zu deinem Geburtstag kommen. Außerdem geht es Nico nicht gut. Er hat Fieber. Tut mir sehr leid. Aber vielleicht können wir uns am Wochenende sehen. Bis bald. Ende des Tests hören. Schreiben Sie jetzt Ihre Lösungen 1 bis 15 auf den Antwortbogen.